Auch heute liegt der Lumberger Hof wieder malerisch in der Morgensonne. Das Wetter soll so bleiben, zumindest bis gegen Nachmittag. Nach den Erfahrungen von vorgestern laufe ich jedoch diesmal direkt vom Hotel aus los. Bei der kleinen Kapelle, die an der Straße zwischen Lumberg und Grän liegt, biege ich ab auf den Fahrweg, der Richtung Adlerhorst führt. Ich gewinne rasch an Höhe und schon nach kurzer Zeit kann ich auf den Lumberger Hof herunterschauen. Vorne die Häuser von Grän-Lumberg. Hinten die Dächer von Tannheim, dahinter Kugelhorn, Rauhorn, Geißhorn und ganz rechts die Rhonenspitze. Im Winter fegen hier die Skifahrer vom Füssener Jöchle herunter. Jetzt erinnert das Ganze mehr an eine Almwiese. Ich steige weiter bergauf, als wenn ich zum Füssener Jöchle möchte. Wobei ich hier den Fahrweg nehme und nicht den Wanderweg. Das ist zwar weiter, die Steigung ist aber gemächlicher. Ich kann jetzt auf den Haldensee herunterschauen, dahinter die mächtige Flanke der Grinnenspitze. Bei der Gessewangalpe habe ich zum ersten Mal einen freien Blick auf die schroffen Felswände von Läuferspitze, Schardstrofen und Rote Flü. Nach einem weiteren Anstieg erreiche ich unterhalb der Haller Schrofen auf rund 1700 Metern Höhe ein kleines Hochmoor. Hier blüht nicht nur das Wollgras, sondern auch Pflanzen wie zum Beispiel die Kohlkratzdistel, das Knabenkraut, der Wiesenstorchschnabel oder die Margeriten. Hier noch der Lauch und der stumpfblättrige Ampfer. Hinter dem Tal die Grinnenspitze und die Leilachspitze. Und bereits in Sichtweite das Füssener Jöchle mit der Sonnenalm. Hier biege ich ab auf den schmalen Pfad, der mich durch den Schotterhang auf das Hallagernjoch und weiter auf die Schardstrofen hinaufführt.
Die Mühen dieses weiteren Aufstiegs werden belohnt durch einen immer grandioser werdenden Blick über den westlichen Teil des Tannheimer Tals. Mit rund 1850 Metern Höhe bin ich auf dem Hallergernjoch genauso hoch wie das gegenüberliegende Neunerköpfel. Unter mir liegt der Haldensee. Links hinter den Wegschildern die große Schlicke. Das Rheintal und die große Schlicke. Gut zu erkennen ist am gegenüberliegenden Hang der Weg, der vom Rheintaler Joch hinüber zum Gipfel führt. Durch die Alpenrosen geht es jetzt hinauf zum Gipfel des Schardschrofen. Hier blüht der Fetthennensteinbrech. Und dann ist es geschafft. Ich stehe auf dem Gipfel des Schardschrofen und genieße den tollen Rundblick. Der Einstein und das Tannheimer Tal. Der Haldensee. Die Grinnenspitze. Die nahen Gipfel von Rote Flüh und Gimpel und der Blick ins Rheintal. Zum Greifen nah das Gipfelkreuz auf der Roten Flüh. Hier nochmal der atemberaubende Blick über den größten Teil des Tannheimer Tales, vom Haldensee bis Oberjoch. Nach einer ausgiebigen Rast auf dem Gipfel steige ich wieder ab zum Hallergernjoch und laufe an der Läuferspitze vorbei zum Rheintaler Joch. Der Blick zurück zeigt den Gimpel und die Rote Flüh, dazwischen die Judenscharte. Hier der Blick über das Rheintal auf Köllen und Gärenspitze. Die Bewölkung nimmt zwar stetig zu, aber es sieht so aus, als würde sich das Wetter halten. Am Rheintaler Joch angekommen, beschließe ich deshalb, noch an der Filzer Scharte vorbei auf die große Schlicke zu steigen.
Hier der Blick von der Filser Scharte herunter ins Allgäu. Tief unter mir die Filzer Alm. Auf den letzten Metern des steilen Anstiegs zum Gipfel geht der Blick zurück auf Gimpel, Rote Flüh und Schardschrofen. Aber dann ist es geschafft. Ich stehe auf dem Gipfel der großen Schlicke und genieße den Rundumblick über die Allgäuer und Tiroler Berge. Aggenstein und Brentenjoch. Filzer Kegel. Füssen und der Forgensee. Gehren und Köllenspitze. Gimpel und Rote Flüh. Und dann laufe ich zurück Richtung Rheintaler Joch. Ich lege dabei einen Zahn zu, denn ich weiß genau, wann die letzte Gondel geht. Und da muss ich noch hin. Die Sonnenalpe mit der Bergstation auf dem Füssener Jöchle. Es ist fast geschafft und ich bin gut in der Zeit. Noch 20 Minuten bis zur Seilbahn. Fast am Ende einer langen Tour gondel ich jetzt gemütlich den Berg hinunter. Von da oben komme ich her und da unten will ich hin. Die Talstation und die Häuser von Grähen. Und der letzte Kilometer von der Talstation zurück zum Hotel war dann nur noch ein Klacks.